Bei der CMT sind wir schon drüber gestolpert und ihr wisst, ich selber benutze auch ein Alpine und jetzt gehe ich hier über die Messe und sehe, da ist was Neues und das ist super interessant und spannend, glaube ich. Deswegen hole ich mir mal den Peter dazu und wenn euch das auch interessiert, dann würde ich vorschlagen, schaut euch einfach dieses Video an. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Wir haben wieder ein Caravan-Spezial heute für euch und ihr habt es im Teaser schon gesehen. Ich bin ja selber ein Benutzer dieses Alpines und den Peter kennt ihr auch schon, weil den habe ich bei der CMT schon interviewt, weil da gab es die Kamera, die mich so interessiert hat. Und heute sehe ich, habt ihr ein komplett neues Gerät und ich glaube ja persönlich, dass Alpine einfach gesagt hat, ja, jetzt guck mal, was die ganzen Zuschauer bei Fan4Van so geschrieben haben, haben sich unsere Kommentare durchgelesen und haben daraufhin das neue Gerät entwickelt, oder? Schaut mal, wir haben hier Druckknöpfe und es ist schwenkbar. Aber das könntest du uns jetzt alles mal erklären, Peter. Also natürlich lesen wir auch deine Berichte und sehen auch deine Videos. Das ist natürlich immer sehr informativ und hilfreich. Und ein Stück weit haben wir natürlich auch da das Feedback mit abgenommen und einfach das umgesetzt, was eben nicht nur also deine Fans, sondern auch ganz viele andere Kunden, die auch das Ducato-Gerät nutzen, sich gewünscht haben. Also wir haben eben Drehregler eingesetzt, wir haben es schwenkbar gemacht nach beiden Seiten und wir haben auch eine Kamera-Direkt-Taste, dass man also wirklich während der Fahrt ganz einfach hier ins Menü kommt und sie einfach mal einen kurzen Blick nach hinten verschaffen kann. Also das sind wirklich Innovationen, die wir eben von den Wohnmobilisten eingefangen haben und umgesetzt. Und ich denke, dass wir auch damit genau den richtigen Nerv getroffen haben. Perfekt. Das heißt, also wir kommen gleich nochmal aufs Gerät, aber das heißt ja auch wirklich, schreibt unten in die Kommentare, sagt, was ihr euch wünscht, wie ihr euch das vorstellt, weil am Ende hilft euch das ja, ja. Dann, glaube ich, wirklich. Ja? Also es war jetzt eigentlich nur ein Scherz von mir, aber ist ja schön, wenn das Feedback dann auch wirklich angenommen wird und dann auch entsprechend umgesetzt wird. So, und jetzt habe ich gerade noch die Möglichkeit, mir das Gerät mal wirklich verbaut anzuschauen. Und das ist natürlich interessant, weil da kannst du auch nochmal gucken, wie ist das wirklich vom Winkel her? Und das ist wirklich toll, also gerade aus der Fahrersicht richtig gut. Und was mir auch auffällt, du kannst wirklich da reinboxen und das bewegt sich nicht. Also ist wirklich schön. Ist recht massiv, macht einen guten Eindruck. Ich würde es vielleicht noch drehen können. Das ist was, ich finde, das wirkt jetzt gerade so ein bisschen schief. Es wäre schön, wenn man es noch leicht so drehen könnte. Das wäre toll. Aber ansonsten ist das definitiv eine Veränderung zum bestehenden System. Die haben hier auch noch ein anderes Boxensystem verbaut, das heißt, der Sound ist auch noch richtig gut. Gut, aber um den Sound geht es ja jetzt nicht. Wir gucken uns das jetzt nochmal im Detail an. Ihr habt auch Drehregler, ich nehme mal an für die Lautstärke hier natürlich. Und hier ist so ein Menü-Optionsrad, richtig? Also hier kann man dann ganz einfach die Lautstärke laut und leise drehen oder auch muten mit einem einfachen Druck. Hier kann man dann eben Sendervorlauf und Sendersuchlauf rückwärts auswählen oder dann eben auch ganz bequem hier die Quellenlautstärke nochmal erhöhen oder absenken. Au, das ist ja auch ein toller Punkt. Ich habe dich nicht vergessen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber ich habe da einen treuen Zuseher, der ein großes Problem hatte mit der Lautstärke-Einstellung und ich bin dir das auch noch schuldig. Konnten wir heute schon klären, das werde ich auch noch mal zur Verfügung stellen, aber das ist hier natürlich mal richtig schön. Das bedeutet, ich gehe theoretisch, darf ich mal spielen? Ja, natürlich. Das bedeutet, ich gehe jetzt auf die Navigation und würde hier drauf drücken und kann die hier dann entsprechend regeln. Und die ist dann defaultmäßig eingestellt? Genau, die bleibt dann fest stehen. Oder man wartet auf eine Durchsage und erhöht dann die Lautstärke oder senkt sie ab. Und auch die Lautstärke bleibt dann eben fest stehen und ist so hinterlegt. Alles klar, verstanden. Jetzt sind wir gerade in der Navigation. Da habe ich, glaube ich, auch gelesen, gibt es auch irgendwas Neues, ne? Ja, da haben wir auch natürlich auch das Feedback unserer Kunden gehört und entsprechend darauf reagiert. Wir haben jetzt also hier in den Einstellungen, in den Routeneinstellungen, jetzt hier die Fahrzeuge entsprechend mit den entsprechenden Wohnmobilprofilen so hinterlegt, dass man also auch europaweit dann problemlos reisen kann. Es werden also die Geschwindigkeitsbeschränkungen der einzelnen Länder auf das jeweilige Gewicht entsprechend angepasst, sodass man also wirklich in ganz Europa immer mit der richtigen Geschwindigkeit und Route dann entsprechend geführt wird. Jetzt muss ich ganz so fragen, ihr habt das defaultmäßig hier eingestellt, kann ich das aber auch selber nochmal speziell auf meine Maße wieder einstellen mit Gewicht und Größe, Länge und so weiter? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel hier in dem Profil zwischen 3,5 und 7,5 ein Ideal
Standardmaß ausgewählt. Also zum Beispiel 8 Meter Länge, 2,35 Meter breit, Höhe 3,20. Das kann man aber auch sich ganz individuell dann nochmal anpassen. Wenn ich also zum Beispiel ein höheres Wohnmobil habe in dieser Kategorie, erhöhe ich jetzt hier einfach meine Bauhöhe auf 3,50 Meter und dann werden eben alle Routen berücksichtigt, die eben Rückeneinschränkungen haben bis 3,50 Meter. Ja, das ist genau der Punkt, der mir immer so wichtig war an diesem Gerät, dass ich so ein Navigationssystem habe, weil ich normalerweise eigentlich einen Pkw fahre in meinem normalen Alltag. Und wenn ich dann aufs Wohnmobil immer umsteige, dann ist es mir natürlich wichtig, dass ich auch nochmal eine Assistenz habe, die mich darauf hinweist. Ja. Und das ist hier natürlich klasse, weil es wirklich dann individuell auf jede Höhe angepasst ist. Also nicht einfach LKW oder Pkw, sondern es ist wirklich auf die... Okay, stark. Also nicht nur die Höhe, sondern auch die Breite und die Länge und auch das Gewicht. Also man kann jeden Parameter entsprechend dann individuell einstellen, so wie es auch wirklich im Fahrzeug dann sich vorfindet. Super. Genau, dann haben wir gesehen bei den Tasten, die Kamerataste hier, die war mir auch noch so wichtig, weil bislang wäre das ist bei mir so, ich gehe übers Menü und gehe dann auf die Kamera. Ja. So ist das natürlich schon deutlich einfacher. Gell? Ich sehe sofort, was hinten los ist und das ist ja auch gerade im Wohnmobilbereich oft ein wichtiges Thema. Was passiert bei mir hinten auf der Autobahn? Ich habe das ganz oft, wenn ich in Situationen komme, Stauende, da will ich immer wissen, was ist da hinten los, damit ich entsprechend reagieren kann. Und da ist so ein schneller Knopfdruck natürlich sensationell. Was gibt es noch zu dem Gerät zu sagen? Ansonsten, wir haben auch an der Performance allgemein gearbeitet. Wir haben jetzt also einen sehr schnellen Quad-Core-Prozessor mit integriert und den Arbeitsspeicher auch deutlich erhöht, sodass die Allgemein-Performance auch während der Navigation oder auch bei der Nutzung von anderen Quellen deutlich verbessert wurde. Also es ist alles viel flüssiger und schneller. Aber mein Highlight ist das hier, der Kameraknopf und auch, das habe ich auch ganz viel gelesen, diese Drehknöpfe. Das war wirklich wichtig. Ja. Und es ist natürlich schön, dass ich das jetzt zu mir rüberschwenken kann. Ist auch zum Bedienen her einfach leichter. Ne? Man muss nicht um die Ecke denken, ist jetzt übertrieben, aber so ist das dann schon richtig schön. Super. Du, habt ihr sonst noch irgendwas? Weil ich sag mal, ich bin da natürlich ein bisschen egoistisch. Ich gucke jetzt nur auf das Fiat-Gerät, aber ich glaube, ihr habt ja sonst auch noch eine ganze Menge. Erklär doch noch ganz kurz dazu, was habt ihr sonst noch? Also ganz allgemein haben wir natürlich auch diese Verbesserung für die anderen Geräte, zum Beispiel für den Iveco Daily mit umgesetzt. Dann wechseln wir mal schnell die Kameraperspektive, dann glaube ich, sehen wir das besser. Alles klar. So, jetzt haben wir kurz die Position gewechselt. Also Iveco war stehen geblieben, Entschuldigung. Richtig, also auch diese Wunsch der Drehregler haben wir jetzt auch hier im Iveco Daily mit umgesetzt. Das macht natürlich auch hier den gleichen Sinn wie bei allen anderen Geräten. Und auch hier natürlich die bessere Performance durch einen höheren Rechner und besseren Arbeitsspeicher. Und auch hier die Wohnmobilprofile hinterlegt in den Einstellungen, dass man also da wirklich sich das aussuchen kann, was man wirklich braucht. Perfekt. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ist ja wirklich spannend. Das haben wir, CMT ist ein halbes Jahr her eigentlich, ne? Und dann habt ihr schon wieder was Neues. Bin immer gespannt, was wir dann das nächste Mal sehen auf der CMT. Ja, auf der CMT. Ja, genau. Also ich werde immer wieder hier drüber stolpern. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber freut mich umso mehr, dass wir uns wieder gesehen haben. Ich sage schon mal vielen Dank, dass du mir jetzt alles erklärt hast, dir die Zeit genommen hast. Ihr habt es vorher erfahren, das Feedback ist vielleicht wirklich spannend und es ist auch so, dass ihr Fragen auch wirklich beantwortet, wenn welche kommen und ich die nicht beantworten kann. Insofern einfach kommentieren, was haltet ihr davon, welche Wünsche habt ihr noch, welche Vorstellungen habt ihr und gebt Gas. Ansonsten würde ich sagen, lasst sehr gerne einen Daumen hoch, wenn ihr sagt, danke Markus für die Mühen, dass du hier rumläufst und uns das machst und natürlich auch für den Peter, dass er sich hier zur Verfügung stellt. Und wenn ihr ganz wild seid, dann abonniert ihr auch den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Es gibt hier sensationell viele Videos, weil natürlich ist das hier eine Wahnsinnsmesse und da werden wir ganz viele Themen bringen. Und ansonsten wisst ihr, egal wie ihr euch navigieren lasst, welche Musik ihr im Auto hört, ich wünsche euch immer tolle Reisen und kommt gesund und glücklich wieder. Dann sehen wir uns Montag 18:30 Uhr spätestens wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann, der Markus. Ciao.